Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Ab und zu glaube ich, ihr wollt mich ärgern. Im letzten Video haben wir darüber Finanzaktien abgestimmt, drei Stück. Und ihr durftet entscheiden, welches die dritte Aktie ist. Und als ich das Video angefangen hatte zu drehen, da war Wirecard euer Wunschkandidat. Und dann habe ich das Video gedreht, geschnitten, hochgestellt, Blogpost geschrieben, alles gemacht. Als ich wieder geguckt habe, was plötzlich JP Morgan. Und das geht natürlich nicht. Und da habe ich mich wieder so aufgeregt. Jetzt bin ich gerade im Urlaub hier an dem hübschen See an der Bretagne und lege die Füße hoch. Und habe mich jetzt aber wieder beruhigt und sehe das mittlerweile sogar positiv, weil ich interpretiere es nämlich jetzt so, dass ihr auch an Bankaktien interessiert. Und insofern alles okay. Dann blende ich mal die Bretagne aus und blende den Aktienfinder ein. Mein Name ist ja Thorsten Tiet und ich bin der Gründer von dieser Seite, Aktienseite.net. Und hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Genau. Und wir machen hier das Starterdepot zusammen und da haben wir vor, erfolgversprechende Aktien zu finden und über Sparpläne die anzusparen, 20 Stück insgesamt. Und hier seht ihr schon den aktuellen Stand. Das Starterdepot ganz kurz zur letzten Abstimmung. Wie gesagt, da ging es um Finanzwerte. Zahlungsdienstleister waren das. Mastercard trat an gegen Visa und Wirecard. Entschuldigung. Das Rennen gemacht hat ziemlich eindeutig Visa diesmal mit 62% der Stimmen, gefolgt von Wirecard und Mastercard. Entsprechend habe ich Visa schon als Sparplan dem Starterdepot hinzugefügt. Da seht ihr es. Wir haben jetzt 14 Sparpläne bereits eingerichtet. Wir werden maximal 20 Sparpläne haben, die wir dann jeweils Monat für Monat mit 25 € ansparen. Und dann wäre auch unser komplettes monatliches Investitionsvolumen von 500 € damit erschöpft. Ja, das Depot führe ich übrigens bei der Consorsbank. Und wenn ihr das wollt oder wenn ihr halt auch so interessiert seid, dann könnt ihr hier zum Angebot gehen. Da gibt es nämlich was Hübsches. Und zwar kannst du dir hier dein eigenes Starterpaket quasi abholen, enthalten Online-Broker und Aktienfinder, Vollmitgliedschaft über 90 Tage gratis. Kannst du auch kombinieren mit einer Aktion, die der Broker anbietet. Und die Broker sind soweit gut, als dass mein Partner und ich da ein Depot führen und wir soweit ganz zufrieden sind. Ich stehe ja auch relativ eng in Kontakt mit der Consorsbank und da kommen wir aber noch drauf, wenn wir beispielsweise über REITs sprechen. So, ihr seht ja hier, dass wir schon so relativ weit fortgeschritten sind, was das Starterdepot angeht. Wir bewegen uns jetzt so in die Zielgerade rein und in diesem Video, da gucken wir mal nach vorne, bis quasi zum Finish. Finish in dem Sinne, dass wir dann hier die Depotstruktur über die Sparpläne fertig haben. Und ich möchte mit euch ein paar Gewichtung oder ein bisschen was diskutieren, wie eben die letzten Sparpläne aussehen können. Ihr seid ja sehr diskussionsfreudig, was ich wirklich sehr schätze. Und hier sehen wir ja die geplante Gewichtung nach Branchen. Und da werden wir jetzt dann drauf aufbauen und gucken uns das Ganze an, was ich denke, was ich euch noch anbieten kann. Denn wir müssen ja immer so diesen Spagat machen. Auf der einen Seite zwischen erfolgversprechenden, wirklich guten Aktien als langfristiges Investment und auf der anderen Seite bin ich auch sparplanfähig sein. So, bevor wir das machen, muss ich ja kurz einen Disclaimer hier in den Raum werfen. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ihr seid für euer Geld selbst verantwortlich und bitte sich eigene Gedanken machen und das Ganze als Inspiration sehen, aber nicht blind nachkaufen. Ich habe hier eine Excel-Tapete gebastelt, die ist schon etwas älter, die habe ich dann erweitert. Ihr kennt diese Grafik hier, schätze ich doch. Und was jetzt neu ist, das ist, dass ich mir hier überlegt habe, wie wir quasi die Zielgerade fertig machen. Vorher gucken wir uns nochmal den Ist-Stand an. Da habe ich hier nochmal was gebastelt. Ich mag Excel, nein, ich hasse Excel, ich war Controller 2 Jahre, ich hasse Excel. Aber ich kann es bedienen und ab und zu excel ich halt nach wie vor. Wir haben hier 30%, die offen sind. Also das ist das, was jetzt ist quasi die Zielgerade. Die müssen wir jetzt noch fertig machen. Maximal. Vielleicht sagen wir auch, wir machen nur 18 oder 19 Sparpläne und
halten uns den Rest offen und verwenden den später für Einmalkäufe bzw. Einzelkäufe. Wir haben hier Technologie, 20% momentan unterteilt in Software und Hardware quasi. Dann haben wir hier zyklischen Konsum, dann nicht zyklische Konsum hier. Dann haben wir hier Industrie, Gesundheit und Finanzen. Das ist jetzt quasi Visa drin. Ich werde die Grafik dann bestimmt auch auf meinem Blog posten, aktienfinder.net. Und werde es dann auch unten drunter verlinken, könnt ihr euch die dann nochmal angucken. Wichtiger und länger ist das hier, da halten wir uns jetzt auf. Und zwar habe ich hier mir Gedanken gemacht, wie wir die letzten 30% vollkriegen können. Habe hier dann auch die einzelnen Branchen und ich habe hier im Aktienfinder dann entsprechend schon Merkzettel gemacht. Und wir machen jetzt ein Sneak Preview. Und ich zeige euch dann, welche Aktien ich mir hier vorstellen könnte, über die ihr dann abstimmt, weil ich nehme an der Abstimmung nie teil. Ich mache da nie was. Ich möchte euch ja nicht beeinflussen. Und wenn ihr da mit einverstanden seid oder nicht einverstanden seid, dann denke ich, ihr werdet kommentieren. Und falls ich da einen Trend zu erkennen glaube, dann werde ich auch entsprechend reagieren. Und hier werdet ihr dann auch sehen, dass beim einen oder anderen ja auch schon euer Input hier mitverarbeitet ist. Es sind also auch schon Abweichungen hier von dem Plan dann mit drin. Fangen wir mal von unten an vielleicht. Finanzen, Immobilien, also das sind REITs. Und ich habe mir einige REITs ausgesucht, die hatte ich euch schon vorgestellt gehabt. Ich zeige es euch mal kurz, welche das sind. Und zwar hier. Hier diese drei, die würde ich gerne zur Abstimmung geben. Problem, sie sind nicht sparplanfähig. Jedenfalls noch nicht bei der Consorsbank. Ich habe meinem Kontakt bei der Consorsbank die drei REITs geschickt und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Also betet mit mir. Das wäre das Erste. Hier können wir erstmal noch nichts machen, hier müssen wir abwarten. Dann hätten wir hier Banken. Wir haben ja hier im Finanzsektor bereits Zahlungsdienstleister, Visa, aber ihr habt ja hier euer Interesse für JP Morgan bekundet. Deshalb habe ich gedacht, gucke ich mir mal an, was hier interessant sein könnte für im Rahmen einer Dividendenstrategie, wo es auch ein bisschen noch um Dividendenwachstum geht. Ne? Und dann hätte ich hier diese drei Aktien im Angebot. Das Ranking ist übrigens relativ niedrig, hat aber hier mit der Stabilität des operativen Cashflows zu tun. Das kann man im Bankenbereich nicht nehmen. Da müsste man dann quasi hier hochdrehen. Wenn ich das tue, werdet ihr auch sehen, dass das Ranking dann nach oben geht. Und das können wir wahrscheinlich auch nicht nehmen hier. So. Na, jetzt ist es schon besser. Ich hätte also hier anzubieten, JP Morgan. Das wolltet ihr ja haben. Dann Wells Fargo und Bank of Nova Scotia. Kanadische Bank. Da könnte schon was interessant dabei sein. Die haben auch eine relativ nette Dividendenrendite. Ich war echt überrascht, als ich gesehen habe, dass Bank of Nova Scotia momentan über 5% Dividendenrendite hat. Das habe ich gesagt, das ist ja echt der Hammer. Naja, also das könnte interessant sein jedenfalls. Und einfach dann mir unten drunter schreiben bei euren Kommentaren, ob ihr das genauso seht. Dann als nächstes hätten wir hier den nicht zyklischen Konsumbereich. Und ihr wisst ja, ich mogel ab und zu. Das heißt, wenn ich hier in einer einzelnen Branche Probleme habe, genügend gute Aktien zu finden, die auch sparplanfähig sind, dann tue ich einfach in mehreren Branchen suchen. Und das habe ich auch hier gemacht. Und auch das zeige ich euch jetzt mal. Und hier sehen wir dann die drei Aktien. Hier mogel ich sogar doppelt, weil Diageo. Ach, ich glaube, ich habe es wieder falsch ausgesprochen. Entschuldigung. Diageo. Hatten wir schon in der letzten Abstimmung gehabt oder in einer der letzten Abstimmungen. Und dann hätte ich noch Reckitt Benckiser Kaiser. Oh Gott, die Namen, ja. Und 7&E Holdings. Und hier wäre mal eine Aktie dann auch drin. Ein Gewinner, der nicht eine US-Aktie ist und auch keine deutsche Aktie. Also hier würden wir auch mal ein bisschen was für die Diversifikation des Portfolios tun. Und die bezahlen auch alle soweit ganz nett Dividende. Und sie sind sparplanfähig, jawohl. Das wäre das. Und dann hätten wir hier Gesundheit, Pharmazie. Zeige ich euch auch, was ich mir da noch ausgedacht habe.
hier echt nur zwei Aktien drin. Novo Nordisk und United Health Group. Das sind beides Verlierer aus vorherigen Abstimmungen. Das heißt, könnte ich eventuell dann in ein Video mit einer anderen Abstimmung quetschen, weil die analysiert habe ich die ja schon. Und es sind ja, wie gesagt, nur zwei Aktien, ein eigenes Video draus zu drehen. Das wäre wahrscheinlich nicht allzu lang, das Video. Aber ich finde, ich halte beide Aktien für ziemlich gut und ich denke, es wäre auch nicht schlecht, wenn wir im Gesundheitsbereich noch eine Aktie mehr hätten. Deshalb möchte ich da die zur Abstimmung geben. Und dann haben wir eben noch Technologie. Technologie, wenn ihr so wollt, ist es ja bereits übergewichtet, aber das ist einfach ein so, ja, so ein interessanter Sektor. Da könnten wir doch schon noch das eine oder andere hinzufügen. Und wir hatten ja dann sowieso von vornherein hier eine Zielgewichtung von 30% in dem Bereich. Und da zeige ich euch jetzt, was ich so gedacht habe. Gehen wir erstmal hier Software, IT-Dienste rein. Was haben wir da? Da sehen wir eine Aktie, die ich bereits zur Abstimmung gegeben hatte mal. Das war SAP und dann haben wir noch Intuit und ja, wie spricht man das aus? Cognizant, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Zwei, also die sind alle hier in dem Bereich IT-Dienstleister tätig. Die machen Software und ich habe jetzt gerade mal hier die oben ausgewählt und das sieht man schon, dass es hier auch langfristiges Gewinnwachstum hat, Umsatzwachstum, relativ stabile Margen. Also das sind dann schon noch relativ gute Aktien dabei. Dividende ist jetzt natürlich nicht super hoch, wie immer im Softwarebereich. Wenn es läuft, dann sind die Dividenden nie besonders hoch. So, und dann hier Technologie, Ausrüstung, also Hardware nah. Da habe ich mir auch noch mal ein bisschen was angeschaut. Dann hätte ich hier die drei. Texas Instruments war auch schon, kam auch schon aus, hatte ich auch schon mal in der Abstimmung gehabt. Haben auch relativ viele Stimmen gekriegt, haben aber, glaube ich, verloren gegen Apple, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann würde ich echt mal sagen, ja, okay, Intel könnte man auch reinnehmen und Applied Materials. Und da denke ich, wird man auch nochmal fündig werden. Und wenn wir das dann alles abgenudelt haben, dann hätten wir eben 100%, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier ob beziehungsweise wann die REITs sparplanfähig werden. Da halte ich euch natürlich entsprechend auf dem Laufenden. Das wäre jetzt im Prinzip der Blick nach vorne auf die Zielgerade und da würde mich natürlich interessieren, ob ihr da mit mir zusammen mitsprinten würdet oder ob ihr sagt, nee, ich hätte noch die ein oder andere, den einen oder anderen Vorschlag. Falls ja, dann nur zu, gerne schreiben. Es gibt noch zwei andere Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, wo ich sage, da ist eigentlich noch was offen. Das eine, das ist, wir haben ja momentan ein bisschen Geld über. Habe ich das hier übrigens? Was sehen wir das? Lass mich mal gucken. Ja, also ich habe ja momentan 700 Euro, weil ich habe ja jetzt zweimal 500 Euro, also insgesamt 1000 Euro über zwei Raten auf mein Verwaltungskonto bei der Consorsbank hier überwiesen. Und dadurch, dass wir eben noch keine 20 Sparpläne haben, bleibt immer ein bisschen was über. Und wir können im Rahmen von Sparplänen auch Einmalzahlungen machen und ja auch festlegen, wie hoch der Betrag sein soll. Und viele von euch, einige jedenfalls, haben ja auch schon das vorgeschlagen, dass wir Kursschwächen nutzen könnten, um über Einmalzahlung dann noch zu investieren hier. Und ich halte es für ganz vernünftig, dieses Vorgehen. Und da wäre natürlich die Frage, wie setzen wir das um? Und mein Vorschlag wäre, weil wir im Aktienfinder ja bereits hier unterschiedliche Mechanismen haben, über einen Preisalarm oder über einen Dividendenalarm, dass wir uns dann einfach einigen, bei welchen Aktien wir zu welchem Preis oder zu welcher Dividendenrendite zuschlagen würden über Einmalkäufe, die wir dann halt einrichten müssen, entweder für den 1. oder für den 15. des Monats. Hier ist das komplette Starterdepot, wie es momentan aussieht, ist vielleicht auch ganz interessant. Und wie gesagt, meine Idee wäre, dass wir dann einfach hier entsprechend dann die Limits eingeben. Wie wir das am besten gemeinsam umsetzen, das muss ich mir mal noch überlegen, weil es ja doch einiges an Entscheidungen sind, die wir da treffen müssen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wo ich dann auch noch Handlungsbedarf sehe, das ist Depotverwaltung. Also momentan sind wir noch in der Aufbauphase, das ist nicht so wichtig. Aber wenn wir dann unsere Performance tracken wollen beispielsweise,
dann wäre es schon gut, wenn wir was Professionelles hätten. Derzeit ist ja auf der Seite, auf meinem privaten Blog wachstumswerte.net, das Starterdepot abgebildet. Das kann auch gerne so bleiben und pflege ich weiter. Ist aber keine professionelle Verwaltungssoftware sozusagen. Da sieht man zwar schon einige Dinge hier, auch mit inklusive G&V und hat man auch hier so eine kleine Matrix. Aber es gibt eben Seiten, Dienstleister, die machen nichts anderes als Depotverwaltung und die machen es natürlich entsprechend besser. Fällt mir Portfolio Performance ein und Rentablo. Und da wäre zu überlegen, ob wir auf eine dieser beiden Plattformen oder vielleicht sogar beide Plattformen mal antesten und dann entscheiden, wo wir bleiben. Das ist natürlich nicht schlecht und ist natürlich auch für euch wichtig, weil ihr werdet das Starterdepot wahrscheinlich nicht eins zu eins so nachmachen, sondern werdet vielleicht mal gesagt haben, okay, die eine Aktie hat gewonnen, aber ich finde die andere Aktie besser, deshalb tue ich die andere Aktie jetzt besparen oder ihr habt andere Sparraten oder was weiß ich, was ja alles in Ordnung ist. Und dann braucht ihr ja auch euer eigenes Tracking und deshalb halte ich das auch noch für wichtig. Also Stichwort Depotverwaltung. Ja, das waren dann die Punkte und diesmal also keine Aktienanalyse, sondern so der Blick nach vorne auf die Zielgerade bzw. zum Ziel erstmal. Das ist die erste Etappe eigentlich. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und im nächsten Video lasse ich dann wahrscheinlich genau, ihr stimmt jetzt noch ab, bitte, ob ihr Bankaktien haben wollt im Starterdepot. Ganz wichtig. Und falls ja, dann wird das nächste Video eine Abstimmung sein über die Bankaktien, die ich euch vorgestellt habe oder kurz gezeigt habe. Okay. So, das war's. Bis bald. Ciao.